an Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin. Diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dysonaut Podcastes. Wir sprechen heute, und mit wir meine ich zum Beispiel Hauke. Moin Hauke. Hallo liebe Zuhörer. Und natürlich Christian. Hallo Christian. Moin zusammen. Moin. Wir haben einen Gast eingeladen. Hallo Matthias. Hallo. Hi. Ich bin der Matze. Matthias, du hast uns angeschrieben und hast gesagt, ich habe da ein Spiel, das müssen wir unbedingt spielen und da müssen wir drüber reden. Und wir unterhalten uns heute über das Spiel Ranger des Shadowdeep. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil das ist eine für mich völlig neue Art, mal ein Spiel zu spielen. Christian ist da schon ein bisschen mehr im Thema, was teilweise auch so Singleplayer-Tabletops angeht oder auch Brettspiele. Mhm. Großes Singleplayer heißt Pornhub. Ey, der ist nicht schlecht. Der ist so gut, den lasse ich sogar drin. Ey, das ist. Oh, danke. Wir müssen ja explizit gerecht werden. Ja, ist ja auch nicht. Nicht, dass wir das irgendwann verlieren, ey. Stell dir das vor. Boah, das wäre echt übel. Nee, das möchte ich nicht. Da gibt es Leute, die filtern. Die wollen nur die Explicit-Podcasts und dann sind wir nicht mehr dabei. Dann denken die, ey, was ist mit denen los? Wir müssen uns ja auch ein bisschen abheben vom Ganzen, ne? So, also ja, von daher. Ja. Gut. Matthias, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich und über deine Hobbyleidenschaft und wie du plötzlich dann Ranger des Shadowdeep gefunden hast. Ja, ich über mich und meine Hobbyleidenschaft. Das geht lang zurück und hat gar nicht so mit unbedingt halt Tabletop angefangen. Das fing in der Schule irgendwann mit Rollenspiel an. Weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Da gibt's eine kleine Anekdote, die kann ich bestimmt erzählen, dafür sind wir ja da. Da saß ein Kollege neben mir in der Schulbank, der hat mir irgendwann so einen Würfel hingelegt mit ganz vielen Seiten. Später habe ich mal nachgezählt, es waren 20 an der Zahl. Und er hat mich nur so angesehen und er sagte, den wirst du brauchen. Du weißt es noch nicht, aber diesen Würfel wirst du brauchen. Und ich war echt ein bisschen perplex. Ich wusste nicht, ob er besoffen war oder was geraucht hatte, aber auf jeden Fall habe ich diesen Würfel jetzt immer noch. Und ja, dann irgendwie, wie es halt so ist, dann ist man halt zum Rollenspiel gekommen, ganz klassisch, genau, halt DSA war das damals. Da haben wir dann uns ein bisschen versucht, uns das selbst dann beizubringen. Das klappt natürlich immer nicht, wenn man keinen Input von außen hat. Und den gab es damals ja noch so schwierig, weil mit Internet, das war noch alles recht langsam. Geschweige denn Let's Plays oder so. Und wenn man vom Land kommt, ist da das auch mal ein bisschen schwierig. Anyway, das hat dann während des Studiums, hat sich das alles ein bisschen ausgeweitet. Dann habe ich gesagt, ah ja, halt Tabletop, das gibt's ja auch. Und da kann man auch irgendwie Geschichten erzählen. Das ist ja auch ganz cool. Aber da der Einstieg ja doch recht halt kostspielig ist und man sieht, ah, da muss man ganz schön viel, also ich weiß ja, wie ich so drauf bin, da denke ich mir, das bleibt ja nicht bei ein, zwei kleinen Minis, ne? Halt, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Und dann hat sich das erstmal sehr stark auf das Rollenspiel, hat da ein bisschen mit Sammelleidenschaft angefangen und unterschiedliche Systeme ausprobieren, alles Mögliche. Und dann nach dem Studium ein bisschen Geld verdienen, dann haben wir gesagt, ja, irgendwie müssen wir es jetzt mal ausprobieren. Hatte aber auch in meinem direkten Umfeld niemanden, mit dem ich hätte spielen können, und alleine Einstieg ist dann auch nicht so einfach. Und dann habe ich mit meiner damaligen halt Freundin mal gesagt, ja, wir probieren mal Brettspiele mit Miniaturen aus. So Miniaturenbrettspiele. Dann haben wir uns irgendwas Nettes geholt. Ich habe dann ein paar Farben geholt. Wir haben die dann angemalt. Leider war das Spiel gar nicht so gut, aber das Anmalen hat Spaß gemacht. Naja, so nimmt es denn seinen Lauf. Dann irgendwann beim nächsten Job, jetzt wo ich jetzt bin, habe ich ein paar Arbeitskollegen gefunden, die haben früher schon halt Tabletop gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wollen wir nicht irgendwie, weil ich sage, komm, wir können doch mal wieder, du hast es doch schon mal gemacht, lass es doch mal machen. Und dann haben wir mit Freebooters Fate angefangen, naja, und dann zog das halt so seinen Lauf. Irgendwann auch wieder beim Branchen halt Primus halt GW gelandet, weil
Da ist man sich sicher, da findet man immer irgendwo erstmal irgendwie Mitspieler. Und dann probiert man dies aus, jenes und dies und dies und das. Ein 3D-Druck habe ich jetzt ja mittlerweile auch irgendwo rumstehen unten. Ja, und dann bin ich über euch auch irgendwann gestolpert. Das ist aber auch schon jetzt ziemlich lange her. Ich höre euch schon eine ganze Weile. Yay! Mir so aufgefallen. Ja, wir sind doch schon lange dabei, ne? Muss man ja auch mal sagen. Ja, muss ich mich noch halt bedanken, weil ich habe ja auch schon was gewonnen bei euch. Nämlich damals noch halt den Lemmy. Den Lemmy halt Killmister, den ihr dann halt verlost habt. Ach, wie witzig. Ich habe es noch nicht geschafft, ihn zu Ende anzumalen, weil es ist immer noch so, ne, wenn man das Geschenk bekommt, dann muss man hinterher auch dann irgendwie halt zeigen, wie es geworden ist. Und halt, da soll es auch was Ordentliches sein, aber ich arbeite noch dran. Das bin ich euch doch schuldig. Halt, der kommt noch. Versprochen. Das wäre natürlich mal cool zu sehen. Also, ne, Lemmy so als Figur. Ja, da möchte ich auf jeden Fall ein Bild von sehen. Das möchte ich wohl. Genau, und dann, ich weiß gar nicht, ob es bei eurer Jubiläumsfolge war, wo ihr gesagt habt, ah, halt Rangers, das ist ja auch ganz cool, das habt ihr noch auf der Liste, das würdet ihr eigentlich ganz gerne mal antesten. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist echt ein schönes Spiel, es macht Spaß. Und weil ich euch ja ganz gerne höre, habe ich euch dann ja mal angeschrieben, habe gesagt, hey, wollen wir nicht mal spielen? Ich würde das dann so, also man muss es so ein bisschen halbleiten, da kommen wir später noch zu, ne, wir reden darüber ja. Ja, halt Pibi, und dann hast du gesagt, ja, lass doch mal spielen und dann machen wir gleich ein paar Folgen darüber und gucken wir mal. Und jetzt sitzen wir hier. Genau, wollte ich gerade sagen. Also, du musst dich da nicht so unter den Scheffel stellen, ne? Also, man kann das ruhig sagen, so wie das ist, ne? So, diese Idee, die du mitgebracht hast, haben wir gesagt, von wegen, das machen wir auf jeden Fall, weil das ein wunderbares Thema ist, was wir auch in mehrere Folgen aufteilen können. Und wir machen jetzt im Prinzip 2 Podcast-Folgen zu Ranger des Shadow Deep. Und dann werden wir irgendwann hingehen und sagen, so, jetzt machen wir nicht nur einen Podcast, sondern wir werden das Ganze natürlich dann auch mal spielen. Und das werdet ihr dann bei uns auf YouTube sehen, wie wir vier dann zusammen Ranger des Shadow Deep spielen. Und darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Denn Matthias, du hast uns dankenswerterweise 2 Keys für dieses wunderbare, ja, für diesen Tabletop-Simulator Talespire geschenkt. Und wer dieses Programm noch nicht kennt, liebe Leute, guckt euch das Ding im Link an. Wir haben das unten dann für euch hier in den Shownotes verlinkt. Guckt euch das Ding einfach mal an. Das ist der absolute Burner. Und Matthias, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für diese geile Idee, muss ich echt mal sagen. Auf jeden Fall, herzlichen Dank. Ja, ne, halt lieben gern, wie gesagt, ich wollte mich ja auch nur halt revanchieren für die vielen Stunden, die ich euch halt zuhören halt konnte. Ja, jetzt bist du selber Part davon, wa? Jetzt hättest du auch nicht mit gerechnet, ne? Oh nein, worauf habe ich mich nur eingelassen? Mitgehangen, mitgefangen, so. Matze, ich hätte noch kurz 2 Fragen. Du hast ja schon eine ganze Menge über dich eben erzählt, aber zum einen, wie alt bist du? Ich habe befürchtet, dass die Frage kommt, deshalb habe ich vorhin schon mal vorgerechnet. Ich werde dieses Jahr noch 36, habe ich gehört. Ja, das ist ja im besten Mannesalter, ne? Und in welcher Gegend bist du so ungefähr unterwegs? Mittlerweile ist es doch eher Süddeutschland, Baden-Württemberg, auf der schwäbischen Ostalb. Okay. Und da kommt man dann halt ganz nativ auch irgendwie darauf, dass man online spielen muss. Nützt nichts. Ja. Bist du dort auch aufgewachsen? Nee, gar nicht. Ich bin aufgewachsen in Südniedersachsen, im schönen Weserbergland. So, hier. Ja, das ist doch super. Ich wollte gerade sagen, das Hochdeutsch ist viel zu gut. So. Nur wenn ich mir Mühe gebe. Nur wenn ich mir Mühe gebe. Schon angewachsen ist das wahrscheinlich schon, so dieses Süddeutsche da wahrscheinlich. Ja. Wie war es, als du nach Baden-Württemberg gezogen bist? Hast du da relativ zügig einfach Anschluss an die Hobby-Community gefunden oder bist du da noch am Arbeiten dran? Es ist hier Gott sei Dank, also, das ist also so und so. Also ich hatte erstmal das große Glück, dass ich bei der Arbeit viele junge halt Kollegen halt gefunden habe, mit denen wir viel Hobby machen können, weil wir sind da auch alle nur Nerds. Das heißt, und ich hatte immer irgendwie das Glück, dass ich mir so eine Rollenspielrunde um mich halt versammeln halt konnte, die Leute dann zum Hobby bringen, und das hat hier auch wieder gut funktioniert und hat dann auch mit halt Tabletop gut funktioniert. Ich meine, hier war dann erst mein großer Einstieg ins Hobby Richtung halt Tabletop, als großes übertrieben, war halt so ein bisschen, ne, vor 4 Jahren. Und aber man muss auch sagen, es gibt hier sogar einen Verein in dem Ort, wo ich wohne. Es gibt einen kleinen halt Tabletop-Verein. Ich habe es leider noch nicht hingeschafft, zu meiner Schande. Oh nein. Ich habe die Jungs halt und Mädels schon mal angeschrieben und dann kam so irgendwie halt Corona. Und dann, ja, es ist halt alles, es ist, wie es ist, da brauchen wir nicht drüber reden, aber das
Da werde ich auch nochmal hinschauen und dafür, dass die Gegend doch so klein ist, also die Gegend ist groß, aber wenig drauf los, war das schon ganz cool, dass es hier dafür einen eigenen halt Verein gibt. Aber da muss ich wann anders dann drüber berichten, glaube ich, wenn ich mal da war und Hallo gesagt habe. Ja, aber das ist ja in gewisser Art und Weise auch der Auftrag unseres Podcasts. Wir sind ja nicht nur dazu da, den Leuten halt was auf die Ohren zu geben, sondern haben ja auch großes Interesse daran, in Klammern, davon habe ich ja auch persönlich profitiert, einfach Menschen miteinander zu vernetzen, ne? Dass sie eben miteinander in Kontakt kommen und da wird sich das ergeben, da bin ich mir sicher. Matthias, war das dann für dich so der Grund, ich sag mal, ihr habt da unten viel Land für wenig Menschen, ist das so dann auch der Grund gewesen, warum du dann auch dich vielleicht mal mehr umgeguckt hast nach Tabletop oder anderen Brettspielen, die man auch mal wirklich Singleplayer spielen kann? Nee, ich spiele fast nie halt Single, also fast nie alleine. Das ist ja das Schöne an dem Spiel, dass man es auch als halt Koop spielen kann. Das heißt, es gibt ein paar halt Tabletop-Spiele, die, glaube ich, halt einen echten halt Koop haben. Aber das ist ja hier wirklich der Reinzustand halt bei Rangers. Und das ist, also klar, man kann es halt alleine spielen, aber es ist primär darauf ausgelegt, dass man es mit ein paar Freunden spielen kann. Und zwar halt zusammen und dabei eine Story erleben. Und das hat mich hier extrem angesprochen, weil, wie gesagt, ich komme klassisch halt vom Rollenspiel und bin auch da mehr so der halt der Märchenonkel irgendwie. Also Number halt Crunching kann auch witzig sein. Aber da muss man schon mit witzigen halt Geschichten paaren und das hat mich bei Rangers so halt fasziniert, dass es eine halt Geschichte erzählt, die man zusammen erleben kann. Und das finde ich, war, was ich vorher halt bei Tabletop noch nicht gesehen habe. Ich habe mittlerweile gehört, da gibt es vielleicht noch ein paar andere. Muss ich mich noch mal ein bisschen umhören. Aber das war für mich was Neues und dachte, boah, das ist ja cool. Das ist ja mal was ganz anderes. Sich nicht nur halt gegenseitig dann so auf die Mütze haut, sondern versucht zu überleben. Dann gemeinsam. Mhm. Oh, das haben wir schon so oft gesagt, ne? Jungs, erinnert ihr euch noch an, wo ich immer sagte, einen Appell wirklich an die Spielerinnen und Spieler da draußen gerichtet habe, wo ich sagte, bringt mehr Story in eure Spiele? Mhm. Ja, hast du sehr oft erwähnt. Also das zieht sich ja quasi durch die Geschichte des Table-Podcastens und Diced durch, ne? Ich erinnere, dass Dice Dennis sagte halt, spielt mir Szenarien. Ich sagte, erinnere, dass du, Piwi, das quasi gebetsmühlenartig wiederholt hast. Und ich erinnere auch, heute Vormittag habe ich die Folge vom Tableport gehört. Grüße gehen raus an die Jungs. Die haben ja auch in ihrer Umfrage festgestellt, dass viele Leute halt sich selbst als Fluff Bunnies bezeichnen, ne? Und es ist klar festzustellen, meiner Meinung nach, dass zumindest die Spieler, die viele Tabletop-Podcasts hören, auch die Spieler sind, die eigentlich Interesse an Geschichten haben. Also nicht am hier, wir würfeln das einfach aus, bis wir alle tot sind und wer die beste Minimax-Liste gebaut hat, sondern das soll irgendwie ein Erlebnis sein. Ne? Und das finde ich sehr schön. Ja, da hast du vollkommen recht. Christian, kurze Frage noch an dich. Du hast ja schon einige Spiele als Singleplayer gespielt. Ich habe bis jetzt noch nie ein Brettspiel oder ein Tabletop oder sonst ein Spiel Singleplayer gespielt. Was ist da so eine Faszination oder wie fühlt sich das an? Kannst du das beschreiben? Naja, also das hat ja mehr so einen Synergieeffekt und zwar daraus, dass ich einfach am liebsten kooperative Brettspiele spiele und die kannst du dann halt eben auch meistens sehr einfach solo spielen, ne? Ob du dann halt mit 4 oder 5 Leuten gemeinsam gegen eine KI kämpfst oder ob du das alleine machst und du spielst halt 4 Charaktere, ist dann im Grunde genommen egal. Deswegen kam halt eins zum anderen. Ne? Also Corona hat uns ja da alle irgendwie in Karren gefahren und dann warst du halt auf dich alleine gestellt und hast halt auch mal Sachen alleine gespielt. Wobei, da muss ich halt immer meinen
mein Lieblingsspiel Kingdom Death Monster rausholen. Das hat mich allerdings so angefixt, dass ich das einfach mehr spielen wollte und ich einfach nicht Zeit hatte, mich mit anderen zu treffen. Und ich gedacht habe, ey, komm, jetzt noch mal eben eine halbe Stunde, Stunde spielen. Ja, dafür lädst du dir keine Leute nach Hause ein. Das kannst du nur für dich alleine machen. Weil ich aber Bock hatte, das zu spielen, habe ich das halt gemacht und das ging halt. Also du kannst es halt solo spielen. So hängt das halt zusammen. Ich bin nicht auf der Suche nach explizit Solo-Spielen, ne, aber da nun mal die kooperativen Spiele, also jetzt mal die Spiele ausgenommen, die einen Overlord benötigen oder ähnliches, die schließe ich kategorisch aus, weil dieses asynchrone, asymmetrische Spielen, das ist mir dann doch meistens zu allen unbalanced, ne? Deswegen meide ich die und deswegen versuche ich immer eine KI, Spiele mit KIs zu haben, die du kooperativ quasi, der du kooperativ entgegentreten kannst. Und ja, so kommt das halt. Ich überlege auch die ganze Zeit, ne, ob ich nochmal Warhammer Quest alleine spiele. Wie du sagst, es ist ja völlig egal, ob ich einen Charakter spiele oder vier. Letztendlich spiele ich gegen das System. Ja. Wovor ich nur Respekt habe, und da bin ich mir echt nicht sicher, wie ich das tatsächlich umsetze, dass ich mich selbst beschummel, dass ich dann doch mal aus der 5 die 6 mache. Wie erlebst du das? Also, nee, das mache ich eigentlich nicht, weil damit würdest du dir ja den ganzen Spielspaß nehmen. Es ist ja genauso, wie würdest du irgendein Computerspiel spielen und du weißt, es gibt Cheats. Also zu den meisten Spielen gibt es Cheats. Ja, und dann, warum verwendest du die nicht? Ja, weil du es halt einfach nicht tust. Also drehst du auch keine Würfel. Das ist halt so, weil du weißt, wenn du es tust, dann ist eh alles egal. Ne? Warum, dann brauchst du, wenn du es dann bis auf die Essenz runterbrichst, dann brauchst du das Spiel gar nicht anfangen, weil du gleich mit dem Gedanken dich anfreuen kannst, ich habe gewonnen, Punkt. Oh, das finde ich jetzt aber ein bisschen hart. Also. Ja, aber das ist so, wenn du Würfel drehst, ist es halt einfach so. Und ich fühle mich dann noch immer echt so, ja, du hast das Spiel nicht so gespielt, wie es gespielt werden soll. Und dann fehlt dir ja was von dem eigentlichen Erlebnis. Klar, wenn ich jetzt merke, in den Regeln im Spiel ist irgendwas überhaupt nicht koscher und irgendwas funktioniert dann nicht richtig, dann passe ich die so an, dass ich denke, dass es richtig ist. Ne? Wie, was weiß ich, ey, ein Charakter stirbt, ja, dann liegt die Leiche da und seine Ausrüstung da. Natürlich kann ich dann da hingehen und seine Ausrüstung nehmen. Ein Spiel, was mir aber sagt, du darfst diese Ausrüstung nicht nehmen, diese Regel, die missachte ich. Das ist unlogisch, meiner Meinung nach. Und da gibt's genug Dungeon Crawler oder sonstige Spiele, ne, die dir genau das diktieren. Und dann sage ich immer, und dann, auch wenn wir dann mit mehreren Leuten daran gespielt haben, das ist komplett unlogisch und das mache ich nicht. So, aber das ist für mich jetzt nicht irgendwie Würfel drehen oder sowas. Das ist ja, dann bescheißt du dich ja und bringst dich ja um den Spaß. Da würde ich, glaube ich, gerne, wenn ich darf, eine kleine Lanze brechen. Ich glaube, das ist einfach halt eine Typenfrage. Wenn einem das selbst den Spaß vermiest, man kann es ruhig halt Schummeln nennen, wenn man möchte. Aber ich glaube, ich bin ja auch mehr der Fluff-Ockel, haben wir ja schon gesagt, also halt das Fluff-Buddy. Ich muss doch halt die Ohren kriegen, dann halt für das Twitch-Video oder halt das YouTube-Video. ich sehe das mal ein bisschen anders. Wenn ich frustriert werde, weil ich nicht weiterkomme und denke, oh, ich möchte aber die Story erleben, dann und ich niemandem schade außer mir selbst, dann ist es, glaube ich, okay. Das ist einfach nur aber halt, man darf sich hinterher nicht ärgern, halt, dass man es getan hat, sondern einfach, oh, ich wollte Spaß haben, ich wollte durchkommen und mich interessiert die Story jetzt mehr, als dass ich das Regelwerk halt besiege in dem Sinne. Dann ist es, glaube ich, okay. Man muss sich nur dabei mit sich selbst irgendwie im Reinen sein. Dann ist ja, dann gut. Dann sehe ich das auch so. Dann ist das okay. Ne? Die Frage ist ja, was ist das für ein Spiel, das dich verlieren lässt und du bist an diesem Punkt dann festgefahren. Jetzt könnten wir allerdings in eine Richtung abschweifen, die diese ganze Podcast-Folge thematisch komplett aus dem Rahmen reißt. Und da sind wir schon eigentlich gerade. Weil sollte das der Fall sein, dass du halt wegen eines Würfelwurfes jetzt nicht vorankommst in der Story, dann ist das schon ein Spiel, wo ich denke, das möchte ich eigentlich nicht spielen. Ne, weil alles, was ich mir bisher jetzt noch, was noch kommt und was ich im Moment spiele, ist so angelegt, dass du weiterspielen kannst, auch wenn du verlierst. Selbst Kingdom Death kannst du ein-, zweimal einen Kampf verlieren,
das ist okay. Du weißt, du bist dann irgendwie vielleicht doch später mal am Arsch oder du hast eine schlechte Ausgangsposition und deine Chancen stehen schlecht, dass du noch sehr viel weiterkommst. Aber das ist dann halt so. Bei KDM bin ich halt auch so ein bisschen der Typ so Quicksave-mäßig. Ne? Also da gehe ich dann hin und dokumentiere genau, wenn ich auf eine Jagd gehe, so welchen Zustand hat deine Siedlung, welche Ausrüstung hast du gebaut, wie gehen die Überlebenden in diesen Kampf rein, sodass ich nachher sagen kann, okay, war scheiße, du hast taktische Fehlentscheidungen getroffen, ich weiß, woran es lag, jetzt lade ich das Spiel einfach nochmal an der Stelle und spiele es von da nochmal neu. Aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, hey, jetzt habe ich hier einmal Kacke gewürfelt, das drehe ich jetzt, damit ich auf jeden Fall irgendwie das Monster treffe und dann den Todesstoß verpasse. Das würde ich in dem Fall nicht tun. Wenn es so ist, ist es halt einfach Kacke gelaufen. Genau, das ist eigentlich ein ganz smarter Mittelweg, so dieser halt Speichermechanismus. Das ist so. Also das steht ja so auch nicht halt im Regelwerk drinne. Ich meine, ne, halt das Spiel will, dass man leidet. Ja. Und zwar von vorne bis hinten. Ja. Aber das ist eine gute Idee, sowas zu machen, ja. Ich habe das übernommen, weil ich KDM mit Freunden auch mal über einen Tabletop-Simulator gespielt habe. Und da kannst du ja tatsächlich einfach sagen, klick Save. Und wenn es scheiße gelaufen ist, lädst du den Spielstand neu. Das ist natürlich mit dem echten Brettspiel am Tisch schwierig zu machen. Geht aber, ist aber sau aufwendig. Ja, wie gesagt, kannst es aber machen. Und nochmal eben kurz zu dem Punkt mit der Story, die du erleben willst. Midara und auch das neue Descent, die bieten ja extra einen Spielmodus an, in dem du sagst, hey, ich möchte es gerne so einfach wie möglich haben, weil ich gerne die Story erleben möchte. Und dann steht dir eigentlich nicht mehr viel im Wege. Eine Frage hätte ich noch, bevor wir jetzt dann gleich mal rübergehen und uns mal Ranger der Shadow Deep erstmal genauer angucken. Wie macht ihr das denn mit der Atmosphäre zu Hause? Setzt euch einfach nur an den Küchentisch, baut das Spiel auf und fangt an zu spielen? Oder, legt ihr besondere Musik im Hintergrund auf? Macht es euch im Prinzip, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, gemütlich? Oder ich kann mir das super schwer vorstellen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Musik. Egal, ob halt alleine oder mit Freunden. Ich finde, Musik gehört einfach zur Atmosphäre immer ein bisschen dazu. Und dann vielleicht noch ein Wein oder halt ein Bier. Halt je nachdem, worauf man dann gerade Lust hat. Oder wenn es draußen schneit, der heiße halt Kakao mit rum. Der kommt auch mal gut. Boah. Mhm. Okay, Christian? Da habe ich den richtigen Weg noch nicht gefunden, muss ich sagen. Das weiß ich nicht. Also was bei mir immer schnell auffällt, ist, dass du sitzt am Rechner und du hast halt einfach den Browser auf und dann bist du automatisch irgendwie so ein bisschen verführt, woanders hinzuklicken und zu gucken, während gerade bei dir nichts passiert. So, da muss ich mich immer ein bisschen sehr diszipliniert versuchen zu verhalten. Also ja, schwierig. Musik, weiß ich nicht, mache ich meistens nicht an. Und Wein trinke ich per se nicht. Ja, okay, alles klar. Gut, dann würde ich doch sagen, Jungs, lass uns doch einfach mal rübergehen und lass uns doch mal Rangers des Shadow Deep einfach mal genauer angucken. Matthias, was hast du uns da für eine Perle mitgebracht? Ja, also ein bisschen haben wir schon erzählt, dass es ein halt Koop-Spiel ist für 1-4 Spieler. Erstmal, grobes Setting ist halt Fantasy, ganz halt klassisch. Eine High Fantasy sogar, würde ich sagen, ist 2018 auf Englisch erschienen und März 2019 auf Deutsch geschrieben. Den Namen habt ihr bestimmt schon unzählige Male alle gehört. Hat das halt Joseph halt A. McCulloch. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Also, ja, denke halt McCulloch. Mittlerweile, glaube ich, extrem bekannt durch Frostgrave, halt Stargrave. Und noch Oathmark, Ghost Archipelago und, glaube ich, relativ neu The Silver, Bayonet. Mhm. Glaube ich, ist relativ neu von ihm. Mhm. Was bei seinen Spielen immer ist, es ist halt Figuren halt agnostisch. Das heißt, man kann jede Mini nehmen, die man will. Was ich persönlich auch ganz nett finde, weil man hat ja irgendwann durch diverse halt Tabletops, durch Brettspiele, halt sei es halt Descent oder auch halt Kingdom Death, halt Monster, sind ja auch ein paar nette Sachen dabei,
dieses kann man vielleicht nicht überall zum Einsatz bringen, aber es gibt doch den einen oder anderen Augenblick, wo man sagen kann, oh ja, jetzt dieses fiese Ding, das ist genau das Richtige. Da hat man schon eine ganze Menge und das, was man nutzen kann, oder auch halt vom Rollenspiel. Allerdings bietet Northstar halt Miniature eine ganze Menge an. Die haben, glaube ich, auch mittlerweile eine eigene Reihe zu Rangers. Da findet man auch noch was, wenn man das möchte. Ansonsten 28 mm ist so der Standardmaßstab. Aber wie es halt ist, man kann es eigentlich auf alles skalieren, was man will. Ich finde, ich finde das ziemlich, ziemlich geil, dass man einfach seine Figuren rausnehmen kann und selbst aus anderen Spielen, ne, was ich Decent zum Beispiel oder jetzt das neue aktuelle HeroQuest, was weiß ich nicht, was, scheißegal, rausnehmen und auf den Tisch stellen und dann damit rumdaddeln, ey, das finde ich so geil. Natürlich die Leute da draußen, die einen Drucker haben, ey, holla die Waldfee, ne, auf geht's. Ja, gerade mit 3D-Drucker ist das super gut. Also was man braucht, was man wissen muss, man braucht für Rangers jede Menge unterschiedlichste halt Monster, alles Mögliche, Spinnen, Riesenspringen, wop, 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 das Känguru. Riesen, irgendwelche halt Trolle, Gnome, Fledermäuse, alles Mögliche, Abstruse. Da helfen so Dungeon halt Crawler auf jeden Fall. Aber ansonsten halt mit 3D-Drucker irgendwo schnell was runtergeladen, ausgedruckt, halt viermal grob angemalt oder auch nicht. Und dann hat man da schnell was. Das ist echt cool. Mhm. Stimmt. Ich habe ja in der Vorbesprechung ja schon beklagt, ne, dass ich das Buch nicht finde mehr, um es mir vernünftig zu kaufen. Ich habe es jetzt doch gefunden. Ich sag einfach mal, hier zack bei Miniaturikum, ne? Ist ja auch ein guter Laden, wir kriegen kein Geld von denen, aber kann man ja einfach mal erzählen. So, da gibt es das Buch, das kostet 35 Euro und steht halt bei. Bla bla bla, enthält die Regeln und im Weiteren brauchst du halt ein paar 20-seitige Würfel, ein Deck vernünftiger Standard-Spielkarten, ne? Also so ein Poker-Ding ist damit gemeint, oder? Ja. Ne? Also ein Skatblatt. Ein Inch Messstab und Miniaturen. Ich meine, da kannst du relativ schnell durchstarten, ne? Ja, und was natürlich immer geht, ist irgendwie halt Proxen. Wenn man gerade keine Fledermäuse hat, sondern Raben, dann sind es halt andere Vögel, die angreifen. Und wenn man keine Vögel hat, dann sagt man, da sind es jetzt doch Spinnen. Oder es ist ja egal, eigentlich in Wahrheit. Das finde ich geil. Kannst natürlich auch einfach einen Marker eben hinlegen oder sowas, weißt du, eben auf ein Blatt Papier draufschreiben und sagen, so hier, das sind jetzt, keine Ahnung, irgendwie 5 Trolle oder irgendwie sowas, ne? Wenn man jetzt gar nichts dabei hat und man hat das vergessen in den Missionen vielleicht dann, ne, wo wir später nochmal drauf kommen, dann vielleicht dann irgendwie vorzubereiten oder so. Ja, so oder so unterschätzt, genau. Man kann sich für sowas auch einfach halt so Token ausdrucken und ausschneiden. Wo das Bildchen von einer Spinne drauf ist oder von einem Troll oder so. Ja, genau, so mit Token Maker zum Beispiel, ne? So übers Web einfach, ne? Bilder, Suche bei Google angeschmissen, Troll eingegeben und dann nachher bei Token Maker da reingebaut oder so. Das geht natürlich auf jeden Fall, ne? Aber ich habe bei diesem Joseph A. McCulloch oder wie auch immer er heißen mag, habe ich immer so das Gefühl, egal was der Junge anpackt, der haut einfach Spiele raus, die ziemlich, ziemlich geil sind. Kurze, knackige Regeln, aber die Leute flippen völlig aus, wenn der irgendwas Neues raushaut. Ich habe auch schon überlegt, warum das so ist. Ich glaube, es liegt an den Regeln, aber da will ich ja noch nicht spoilern. Da kommen wir ja wahrscheinlich in einer Extra-Folge noch drauf auf die Regeln. Genau. Aber der hat einfach schöne, klassische Welten, die doch einen eigenen Twist haben. Es ist halt wie beim Film, ne? Man möchte was Bekanntes haben, aber neu verpackt. Halt so, dass es noch einen kleinen Twist hat, der halt noch ein bisschen was Eigenes haben. Und das kriegt er irgendwie immer ganz cool hin, habe ich das Gefühl. Das war bei Frostgrave schon so, mit den halt dem Magier-Bannen, was ja doch, also klar, dieses halt Bannen-Thema, es gab es schon oft, aber dass man einen Magier und seinen halt Lehrling hat, vielleicht gab es das auch schon früher, ich meine, halt so belesen bin ich da nicht, aber das ist schon ganz nett in dieser untergegangenen Stadt. Ich meine das doch jetzt im Prinzip, dass das jetzt das 5. Spiel ist, das wir auch in der Tat hier bei Dice & Nods von ihm besprechen, ne? Stargrave, Frostgrave, Billion Stars, Oathbane und Rangers of Shadowdeep. Und er dampft das wirklich jeweils immer auf das absolute Kerngerüst des Spieles ein. Also zumindest aus meiner Sicht halt, ne? Und alles andere ist figurenagnostisch und lässt dir halt viel Freiraum.
Ja, der schafft das einfach, ne? Also wenn ich mir zum Beispiel Oathmark angucke, ne? So Rank and File hat man gedacht, so wäre tot im Prinzip, ne? So gut, dann kam Kings of War um die Ecke, ne? Ja, so plötzlich steht da Oathmark zum Beispiel, ne? Wo man dann halt auch wieder so Rank and File-mäßig, glaube ich, unterwegs ist. So, Frostgrave ist ein Selbstläufer für sich gewesen. Als das Ding auf den Markt gekommen ist, sind die Leute quasi ausgeflippt. Ne? Muss man einfach mal sagen. Gut, ne? So, ich sag mal, mit so ein paar kleinen Hausregeln kann man da vielleicht noch mal ein bisschen noch mehr machen. Naja, gut, dann kam Stargrave, ne? So alle, die irgendwo Sci-Fi-Figuren hatten und so weiter und so fort, auch so völlig gerade, oh mein Gott, was geht denn jetzt ab, ne? Also ich weiß nicht, der Junge hat irgendwie ein Goldhändchen für solche Geschichten. Muss man mal eben sagen. Und Gelände, ganz ehrlich, Gelände habt doch eigentlich fast jeder von euch zu Hause. Hoffe ich. Und wenn nicht, kann man sich das schnell selbst bauen. Oder Pappgelände kaufen oder irgendwie sowas. Ne? Ja, das nutze ich auch dafür. Habe ich, wie heißt es denn, halt vom Battle Systems oder so? Mhm. Das finde ich dafür ganz nice. Das geht super gut. Ist natürlich nicht ganz so halt, also ist was anderes als jetzt irgendwie echt 3D, aber es hat den Vorteil, es ist schneller halt auf dem Tisch, es ist schon angemalt und es ist schwierig für alles die Zeit zu finden, richtig schön so. Also ich finde, das muss auch nicht sein, ganz ehrlich nicht. Also ganz ehrlich, dann, wenn ich mir sage, ich habe keine Zeit, ich möchte aber irgendwie Gelände kaufen, dann ist das für mich genau der Weg. Dieses Pappgelände zu kaufen, das habe ich relativ schnell eben zusammengesteckt und kann es einfach draufpacken auf eine schöne Mauspad-Matte mit einem vernünftigen Untergrund von Kraken oder irgendwie sowas. Dann sieht das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen, dann sieht das schon ziemlich, ziemlich geil aus und man kann vernünftig drauf spielen. Weiß ich, Hauke, ne, wo wir zum Beispiel jetzt Freebooters gespielt haben bei uns, ne? Also ganz ehrlich, das fand ich super angenehm, ne? Allein mit den Würfeln, ne? Der Würfel ist schön, schön leise. Wenn die Figur umfällt, brauchst du keine Angst haben, dass sie gleich irgendwie einen halben Arm verliert. Also gerade diese Mauspad-Matten, die sind ein Gottesgeschenk, ne? Also ich persönlich spiele immer noch lieber auf richtig gebautem Gelände, aber. Das baust du im Regelfall dann doch nicht. Und wenn du mal schnell irgendwo hinfährst, irgendwie spielen willst, dann ist so eine Mauspad-Matte ist einfach super geil. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Das ist cool. Mhm. Matthias, was für eine Tischgröße brauche ich denn für Rangers? Relativ klein. So, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2,5, jetzt die deutsche Einheit, Fuß. Mhm. Also etwa halt 76, genau halt Zentimeter ins Quadrat. Also eine relativ kleine Platte. Ja, das passt auf den kleinen Studenten halt Küchentisch fast. Also zumindest auf meinen, und der ist immer noch aus Studienzeiten. Also, das geht schon. Man braucht relativ viel Gelände, also man braucht ein bisschen was an Gelände, muss man schon sagen, es lebt ein bisschen davon, weil es wird sogar halt Indoor gespielt dann, was das ganz cool macht. Was auch durchaus Sinn macht, was die Story angeht, aber halt, da kommen wir hinterher noch drauf. Da hilft es, wenn man ein bisschen was hat. Also es ist einfach halt schöner, wenn man dann halt Gebäude hat, die man auch von innen bespielen kann. Mhm. Das kommt durchaus vor. Christian, sag mal eben hier beim Tabletop-Simulator, wo ihr Kingdom Death gespielt habt, ne? Mhm. War das da auch irgendwie möglich, dass ihr dort halt auch Gebäude hattet, die ihr betreten konntet? Oder war das für das Spiel gar nicht vorgesehen? Ja, ist ja bei KDM generell nicht vorgesehen. Okay. Also zumindest jetzt bei dem, also ich will ja nicht von zukünftigen Erweiterungen sprechen, ob da noch irgendwas kommt, aber das Gelände ist da ja als Pappschablone drin. Ich habe mir mal ein paar Sachen auf dem 3D-Drucker gemacht, ich fand das dann aber nachher sehr unpraktikabel. Ah, okay. Also, weil du die Sachen dann auch quasi besteigen sollst, also draufklettern sollst, wo das halt jetzt, ja, ist klar, dass du da wieder an was anderes denkst. Nein, ich sag dir gleich, warum ich denke. Auf jeden Fall bringt dir das dann ja einen taktischen Vorteil, wenn du da auf irgendwas draufsteigst. Und dann sind sowas, wenn du irgendwie eine umgestürzte runde Säule hast, ist das halt irgendwie, da gibt es zwar dann optimiertes Gelände für, dass du dann quasi so eine Art Schutthaufen neben der Säule hast, damit deine Miniatur darauf aufstehen kann. Oh Gott. Aber das finde ich dann irgendwie so, Ah, okay, das ist nicht so geil. Warum musste ich gerade lachen? Wir haben schon irgendwann mal über Kingdom Death gesprochen und da hast du das relativ ziemlich neu gehabt bei dir und da habt ihr noch, ich glaube, es war Prä-Corona, habt ihr gespielt und ihr wart irgendwann zum Schluss, wart ihr in euren Familien alles nur noch Männer und ihr habt eine Sausage-Party gefeiert. Ja, also die Siedlung hatte nur noch Typen, ne? Ja, dann hast du das Problem der Fortpflanzung, dann
Du kriegst ja nur mehr, oder in den meisten Fällen kriegst du nur Leute, wenn du dich da fortpflanzt. Und das ist halt schwierig. Adoption geht da halt nicht. Ist biologisch ein bisschen schwierig, ja, finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Genauso wie bei Kingdom Death hat aber auch Rangers einen Kampagnenmodus. Also wir spielen ja nicht nur Missionen, Matthias, sondern wir haben ja eine wirklich zusammenhängende Kampagne. Ja, wir haben, das hat ist relativ, also ziemlich halt Story getrieben. Was mich da auch so anmacht, weil es gibt halt eine Welt zu entdecken und nicht nur eine Welt, sondern ein großes halt Geheimnis da zu entdecken. Und man kann sich, glaube ich, denken, es ist der Shadow Deep. Ich hau mal ein bisschen Lore raus. Ja, gerne. Einfach mal halt Karten dreist. Vielleicht halt bekommt er auch ein bisschen mehr Lust auf das Spiel. Erstmal ganz langweilig, es gibt halt das Hauptland, also halt das Königreich halt Alador. Im Osten der Land eine offene, eine halt open-minded, eine florierende halt Gesellschaft, die halt gedeiht. Im Westen liegt das Land halt Lorentia. Sie sind seit 90 Jahren sind sie im Frieden. Im Norden liegt eine Wüste und im Süden ein sehr, sehr halt dichter Wald, dessen Name mir gerade entfallen ist, aber ist halb so wild. Und im Osten liegt die Provinzen halt Tolonia, durch die eine große Handelsroute führt. Und das Reich halt prosperiert und alle sind glücklich, wie das in so einer Fantasy-Welt halt ist. Ne? Ja, der Shadow Deep rollt über das Land. Es ist ein Reich der Dunkelheit halt voller Schrecken und Unholde. Und Lorentia ist schon überrannt worden. Und so wird eine halt Provinz nach der anderen von einem wabernden, dunklen Nebel halt geschluckt, aus dem man die Schreie der Überlebenden und der Flüchtenden hört und das halt Gegacker der Unholde, während sie sich über die Verbleibenden hermachen. Niemand weiß, was diesen Nebel antreibt, aber er breitet sich unaufhaltsam aus. So viel zum Fluff von Ranger des Shadow Deep. Das kommt mir gerade so bekannt vor. Hat der Joseph irgendwie zu viel Lost geguckt? Ich habe Lost nie gesehen, aber... Manche behaupten, das ist auch besser so. Aber tut es euch nicht an. Ach, naja. Es war zum Schluss ja echt schlimm. Ja, da kannst du ja, die letzte Staffel kannst du ja weglassen, wenn du willst. Ja, okay, alles klar. Ja, das geht auch wieder. Ja, der ist halt eine Standard-Story. Was will man machen? Aber es ist halt ein Aufhänger. Der Fluff ist über das Buch immer so ein bisschen halt verteilt, mal so in Schnipsel. Also den Fluff finde ich ja erstmal gar nicht so schlecht. Das passt ja auch irgendwie ganz cool, ne? Und allein, dass dieser wabernde Nebel dann durch die Gegend da läuft und alles hervorbringt, was man eigentlich gar nicht irgendwie auf seinem güldenen Land irgendwo haben möchte. Das ist natürlich auch krass, ne? Ja gut, jetzt haben wir da irgendwelche Königreiche aus Alador und Lorentia und so weiter. Und die beiden fetten Könige sitzen da auf ihrem Thron und überlegen, wie sie dann halt dann diesen Unholden dann Herr werden können. Jetzt sind ja nicht nur Bauern im Spiel, sondern wir spielen ja einen dieser berühmten Ranger. Genau, der König hat in die umliegenden halt Königreiche nach Hilfe entsandt, doch niemand kommt. Und wenn sie kommen, kommen sie vielleicht zu spät. Aber es gibt eine kleine Gruppe von Spezialisten, die Ranger, die mit ihrem halt Gefolge versuchen, das Ganze so gut sie können aufzuhalten und in kleinen Einzelhaltscharmützeln das Land zu unterstützen und die Gefahr aufzuhalten und so viel wie es geht darüber halt herauszufinden, um möglicherweise die Gefahr noch abwenden zu können. Und das sind genau die halt Protagonisten, die wir dann spielen werden. Die Ranger mit ihrer kleinen Gruppe halt von Gefolge. Und das ist auch schon eine geile Idee, die das Spiel hat. Nämlich je nachdem, wie viele Spieler man ist, ist das Gefolge, was so ein Ranger mitnimmt, unterschiedlich groß. Also es ist wirklich so ein Spezialtrupp. Diese Ranger sind quasi halt die Navy Seals halt dieses Landes oder die Inquisitoren, wenn man an 40k denkt. Die haben ja auch mal so ein kleines halt Gefolge dabei und sind absolut cool und die krassesten. Und sind halt unterwegs, um in kleinen Missionen ja das Land zu schützen. Und so ähnlich ist es hier auch. Und dann gibt's halt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, was man sich dann für Einsätze halt vorstellen kann. Im Buch sind immer so kleine Fluff-Schnipsel, die man sich selbst als Abenteueraufhänger ausdenken kann. Eine Mini-Geschichte ist zum Beispiel, dass
aus dem letzten Krieg am Rand des Königreichs stehen noch die Wachtürme. Und größtenteils liegen sie bereits im Nebel und sind überrannt worden. Aber von weit weg, wenn man sich an die Grenzen halt des Shadow Deep wagt, sieht man in einigen halt der Türme noch Licht leuchten. Vielleicht sind dort noch Überlebende, die jetzt verzweifelt um ihr Überleben halt kämpfen. Ach, das und das ist schon ein Aufhänger für eine Mission, finde ich. Einfach nur halt, wenn man das liest. Mhm. Ich habe gerade für unsere nächste Rollenspielgruppe habe ich gerade echt einen Aufhänger. Was passiert mal von wegen, wenn die mal wieder so eine Überlandreise machen müssen? Habe ich allein jetzt gerade schon wieder einen Aufhänger. Durch wabernden Nebel sehen die plötzlich in einem alten, heruntergekommenen Turm Licht. Das ist schon wieder für mich ein Aufhänger, finde ich total geil. Hauke, sag mal eben, was hältst du denn davon, mit nur wenig Figuren plötzlich auf dem Tisch zu hantieren? Also du baust ja eine Bande auf, nachher, ich sag mal, vielleicht dann 3-4 Figuren. Also für mich als Neugeborenen Warhammer 40.000 Ork-Spieler ist natürlich das Spielen mit wenigen Figuren anathema halt, ne? Aber in Anbetracht dessen, dass ich mir halt vorstellen kann, vielleicht 2 oder 3 Figuren anzumalen und kann loslegen, ja, da weiß ich gar nicht, was ich mit dem Rest des Tages machen soll. Ich habe mal kurz eine Frage. Ich weiß, dass wir heute ja noch keine Charaktererschaffung machen, ne? Aber in Einstimmung und einigermaßen Vorbereitung auf den heutigen Podcast habe ich das natürlich Ranger of Shadowdeep auch ein bisschen mal angeguckt und quer angeguckt und habe unter anderem halt ein YouTube-Video von Tobi von Bio Brezel Tabletop gefunden. Ja. Da ist Tobi halt mit seinen anthropomorphen Tieren durch die Gegend gezogen. Und einer der anderen Mitspieler, ich glaube, das war der Sohn seines Kumpels, der hatte Orks. Nicht Orks, sondern Goblins. Gibt es denn loremäßig verschiedene Rassen? Oder sind das alles Menschen? Oder? Ich habe noch nicht alle halt Erweiterungsbände zu Ende gelesen. Im Prinzip ist es gar nicht so weit aus, halt detailliert. Und ich glaube, das ist eine Stärke auch so ein bisschen, dass es das gerade nicht tut. Es lässt einfach absichtlich unheimlich viel offen, dass man einfach sein eigenes halt Ding daraus machen kann. Und das ist eigentlich ganz witzig. Also ich habe das Video auch gesehen. Siehst ja nicht halt zu weit an, das spoilert vielleicht ein bisschen. Und ich fand die Idee, anthropomorphen Hunde zu nehmen, fand ich mega witzig. Und ich dachte, das ist ja auch so ein Ding, das eigentlich ganz niedlich ist, diese anthropomorphen Figuren zu benutzen. Das kann man ja komplett durchziehen, wenn man das möchte. Mhm. Und es ist total egal. Man könnte auch Orks spielen und sagen, es ist ein Orkland. Da spricht überhaupt nichts gegen. Das wird nirgendwo so richtig ausdetailliert. Und das ist eigentlich ganz cool. Also ich stelle mir das gerade vor, ne? Also Ranger und ich komme ja gar nicht daran vorbei, halt Walker Texas Ranger als Ranger auf den Shadow Deep zu nehmen. Halt, ne? Und wenn ich mir dann überlege, dass das Ganze als Goblin oder als Untoten aufzuhängen, ne? Da sind der Tricher durch bei halt. Dann hast du auf jeder Mission schon viele coole Sprüche. Okay, also Hauke wird Walker Texas Ranger. Christian, hast du schon irgendwie eine grobe Idee, wo du hin willst, wenn wir da gerade schon sind? Boah, nee, meistens kommt mir da spontan irgendeine Idee. Das ist ja das Dumme, ich würde mich gerne darauf vorbereiten, aber meistens kommen die besten Ideen spontan. Ich hatte mir überlegt, ich weiß nicht, kennt ihr Coco, den Affen? Und mit dem Ranger mit dem gelben Hut? Kann man ja den Schoko sehen, Knusperbär oder wie heißt. Also wer von Coco, Kellogg's. Oh, böser Name. Oh, böse Name. Firma. Böse Firma. Also wer Coco den Affen nicht kennt und mit dem Ranger mit dem gelben Hut, das könnte eventuell meine Bande werden, aber das weiß ich noch nicht. Also das habe ich mir so mal recht überlegt. Also brauchen wir jetzt nur einen Hauptcharakter oder muss man sich die ganze Bande ausdenken? Also ein Konzept dafür. Wie gesagt, das kommt drauf an, mit wie viel man spielt. Ganz kurz nur, weil wir dann nächstes Mal näher drauf eingehen. Wenn ich halt alleine spiele, ist die Bande größer. Wenn wir zu viert spielen, haben wir maximal einen Gefährten dabei, glaube ich. Und da reicht's auch oft nur für einen Hund.
Was aber eigentlich auch ganz nett ist, wenn jeder mit seinem Hund da ankommt. Und es sieht mehr aus wie halt wie der Samstags halt Hundetrainingskurs. Und jetzt alle fast den Zombie. Ja, geil. Ah, ich merke schon, das wird echt witzig, ey. Das, also, wenn ihr uns dann dabei sehen wollt, wie wir dann zusammen dann Rangers Death Shadow Deep spielen und Matthias leitet das Ganze dann für uns, dann achtet mal auf unsere Social Media Kanäle, wie zum Beispiel bei Instagram oder Twitter. Dort findet ihr dann die Termine, wann wir das denn Ganze dann stattfinden lassen auf YouTube. Ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das dann läuft, ey. Ah, das kann nur lustig werden. Ja, ich denke auch. Also anders kann ich mir das echt nicht vorstellen. Die Hintergrundgeschichte, also ist zwar, ja, könnte 0815 irgendwo gewürfelt sein, sag ich jetzt mal, aus einem Abenteuerband für ein Rollenspiel. Aber im Grunde genommen ist das, wie der McCulloch das im Prinzip immer nur macht, dass es wirklich der Aufhänger ist. Das ist auch, was du vorhin sagtest, ne? Das ist der Aufhänger nur eben so dafür, bums, aus Ende, das ist das Spiel und aus dem mache ich jetzt ganz viel, ne? Ich finde, dass diese Story erzählt in verschiedene Absätze und dass ich dann diese Missionen dann spiele, das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr geil. Das ist mal ein völlig anderer Ansatz, gerade in meinem Tabletop, was ich sonst in anderen Spielen noch nicht gesehen habe. Also es hat was hart Rollenspiellastiges, muss man schon sagen. Also ich habe es gesagt, ich komme ja auch hart aus dem Hobby, muss sagen, das hat mir ja auch sehr gefallen, dass ich eine fortlaufende Story habe. Und das gibt's definitiv in anderen Spielen, ne? Also halt Kampagnen, halt Modi gab's auch schon, halt bei Mordheim habe ich gehört, habe ich selbst leider noch nie gespielt. Oder auch bei vielen anderen Sachen. Aber sobald man gegeneinander spielt, hat es halt die Tendenz, also halt kann es die Tendenz haben, dass es schnell einseitig werden kann. Habe ich mal das Gefühl. Und da es hier halt Koop ist, ist es gleich wieder ein bisschen was ganz anderes. Und was auch ganz nett ist, also halt man kann sich überlegen, ob man einfach nur losgelöste halt Szenarien spielt oder ob man sich wirklich eine Hauptstory erzählen möchte. Was ja auch ähnlich wie beim Rollenspiel ist eigentlich. Okay, also wo du wirklich so eine Art One-Shot quasi dann machst, so meinst du das gerade? Ja, genau. Okay, Matthias, nachdem wir jetzt ja schon so ein bisschen über die Hintergrundgeschichte gehört haben und auch dabei drüber erzählt haben, nimm uns doch mal mit auf die Reise in die Kampagnen oder in die Mission. Was ist da so Besonderes dran? Also, auch die Missionen haben auch ein ganz eigenes halt Konzept. Also wir haben schon gesagt, es gibt es kann eine übergreifende halt Story geben, wenn man das möchte, die auch in den Erweiterungsbänden auch halt weiter erzählt wird. Und oder halt losgelöste Missionen davon, und die sind immer so aufgebaut, dass eine Mission eine Geschichte erzählt und die ist nochmal in Einzelhaltsszenarien dann unterteilt. Das ist prinzipiell wie bei der Rollenspielgeschichte auch, man kann sich das ein bisschen in Einzelhaltkapitel vorstellen. Es ist beispielsweise, eine Mission dauert wahrscheinlich so, je nach Mission, 6 Stunden oder länger. Und die wird dann in kleine Unterhaltsszenarien aufgeteilt. Ich dachte, die Missionen wären dann quasi wirklich jede einzelne Mission. Die spielst du dann 2 Stunden und dann kommt die nächste Mission. Aber dass diese Missionen nochmal unterteilt sind in die kleinen Häppchen, so nach dem Motto, die nachher das große Ganze ergeben, das wusste ich auch noch nicht. Es ist beispielsweise so, dass du eine Burg stürmen musst, beispielsweise. Und das ist halt für eine Rollenspielrunde schon ziemlich krass langes Unterfangen. Und wenn man das mit Minis auch noch ausspielt, das dauert schon ganz schön lange und das macht man auch nicht an einem Abend meistens. Und die Idee ist dann, dass man sagt, da ja auch immer Story halt erzählt wird mit Mechanismen, da kommen wir gleich noch drauf, dass ich sage, okay, wir gehen in einen Raum und das ist ein halt Szenario oder 2 Räume. Und dann gibt es bestimmte halt Dinge, die da passieren können, Gegner, die passieren, Geschichte, die erzählt wird. Und das ist dann ein halt Szenario. Und mehrere halt Szenarien, also mehrere halt Räume dann beispielsweise, geben dann eine halt Mission. Und meistens ist es dann so, und das finde ich absolut genial, dass
dann es Mechanismen gibt und die werden über die vorhin halt erwähnten halt Spielkarten dargestellt, die ein bisschen Zufall reinbringen. Also anders als beim Rollenspiel, wo ich einen Spielleiter habe, habe ich eine Ereignis halt Tabelle, die dann bei der Mission abgebildet ist und die sollte man nach Möglichkeit auch nicht lesen. Also halt lest auf keinen Fall halt die Szenarien, das würde euch nur halt spoilern. Und dann gibt es halt Missionsmarker und dann ziehe ich eine halt dieser Karten und dann passiert irgendwas und das weiß halt noch keiner. Und das sind meistens, entweder macht es schwieriger, irgendwas Unerwartetes halt passiert. Ich meine, ihr habt alle schon ein bisschen halt Frostgrave gespielt, ihr wisst, da sind ganz witzige halt Ideen dabei. Ja. Und da rechnet man einfach nicht. Da denkt man, Bänge, das ist ja geil. Oder nee, damit habe ich nicht gerechnet. Und das treibt dann entweder halt das Szenario halt voran oder es kommen neue halt Gegner. Oder halt auch die Story halt voran. Man findet dann halt Story-relevante halt Gegenstände und wenn man mehrere halt Szenarien gespielt hat, also man war beispielsweise halt bei der Burg in mehreren Räumen, hat man den Aufenthaltsort von einer halt beispielsweise halt whatsoever klischeehafterweise des sagenhaften halt Schatzes gefunden, der halt den Shadow Deep zurücktreiben kann. Also ist jetzt, ich weiß nicht, ob es das gibt, war jetzt nur so ganz frei halt frei aus der Lederhose erzählt. Ne, und so spielt man dann halt voran. Das ist schon eine nette Idee. Ja, also was völlig anderes als das, was man sonst so kennt, ne? So, ich sag mal, sonst kennst du wie bei 40.000 einfach nur, komm mal, wir schlagen Regelbuchseite 196 auf, ne? Du stellst dich in die rechte obere Ecke, ich in die linke untere Ecke und dazwischen machen wir, der Boden ist Lava und dann geht's ab, ne? Ja. Und, ja, genau, und einfach nur zusammen halt Gegner wegmoppen, das hätte man ja auch machen können, wäre wahrscheinlich auch schnell langweilig, muss ich sagen. Wenn man jetzt sagt, also ne, halt die Gegner werden über ganz grob nur über, wie bei halt KDM auch, über eine KI gesteuert, die relativ simpel ist. Ne? Das sind so drei Regeln, die man nacheinander abfolgt. Und wenn man nur das hätte beispielsweise, dann wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen halt schnell langweilig. Aber so hat man immer noch diese vielen halt Twists, die es interessant machen. Das läuft jetzt aber nicht darauf hinaus, dass ich zum Beispiel, wenn wir drei dann spielen oder du machst den Leiter quasi, wie das dann gespielt wird und ich sag mal, machst jetzt den Dungeon Master so nach dem Motto, dass man jetzt auch zum Beispiel seinen Leuten dann in den Rücken fallen könnte oder irgendwie sowas, das ist da aber nicht mit geplant mit dem Spiel, ne? Es verbietet dir ja keiner. Christian, du bist sowas von dran. Ich glaube, ich würde schon ganz schön aus der Wäsche gucken, wenn das passiert, aber es wäre auch eine interessante Geschichte. Es wäre auf jeden Fall was anderes, da rechnet ja keiner mit. Ich hetze Coco den Affen auf dich. So. Und ich verstecke mich im Bananenfeld, so nach dem Motto, weil ich einen gelben Hut aufhabe. Ja, wer weiß, ob es nicht halt Szenarien gibt, wo halt der Verräter unter halt der Truppe vielleicht nicht sogar dazugehört. Wer weiß das schon. Was der Autor sich alles so überlegt hat. Oh, das macht echt Lust auf mehr, ey. Und jetzt erzähl mir nochmal, oder uns da, oder allen da draußen, die gerade zuhören, wie läuft das denn mit diesen Spielkarten ab? Das heißt also, ich habe jetzt innerhalb dieser Mission habe ich bestimmte Spielkarten und mit bestimmten Farben und die ziehe ich dann und die geben dann quasi vor, was jetzt gerade passiert. Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also es gibt genau halt Zielmarker, die man halt erreichen muss. Und dann ist es meistens so, dass man eine dieser halt Ereignis halt Karten zieht. Und da die ja gemischt sind, ist es dann eins dieser halt Events. Oder am Ende der Runde gibt's auch eine halt Ereignisphase, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo auch eine gezogen wird. Es können unterschiedliche halt Stapel sein, je nachdem. Das steht dann bei den jeweiligen halt Missionen immer dabei. Mhm. Und es wird sogar noch rollenspieliger. Also man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich nicht für jeden was. Wenn man sagt, Rollenspiel finde ich total scheiße, dann ist es vielleicht auch nicht das beste Regelwerk für einen. Weil es gibt nicht nur Missionsmarker, die man halt erreichen muss. Nein, es ist auch ein bisschen dabei, dass es gewisse halt, wie bei Rollenspiel halt auch, halt Skillchecks gibt. Das heißt, man findet dann irgendwas und da steht dann beispielsweise bei der Mission, da ist eine Truhe, die musst du jetzt erstmal aufkriegen. Und dann steht da, mach da einen Skillcheck gegen halt Stärke
oder gegen Schlösser knacken. So, und dann hängt das Ergebnis auch davon ab, ob man das schafft oder nicht. Und wenn man es nicht schafft, wird die Mission meistens schwerer. Aha, okay. Mhm. Also das gibt's, glaube ich, bei halt Tabletop auch gar nicht so oft. Na gut, McCulloch versucht jetzt ja den Spagat zu machen zwischen einem normalen Pen-and-Paper-Spiel, wo ich vielleicht gerade einen Kampf simuliere mit Hilfe von den Figuren und stecke auch dann dementsprechend meine Kästchen ab. Wer befindet sich wo? Wer geht wohin? Wie weit kann er sich bewegen? Was im Pen-and-Paper-Rollenspiel eigentlich, so wie ich es immer finde, immer so, naja, es ist einfach so gehalten, dass es einfach nur zeigt von wegen so, da seid ihr. McCulloch bricht es aber quasi, er dreht es um und sagt von wegen so, ich zeige diesen Kampf deutlicher als das, was im Pen and Paper quasi nur so am Rande simuliert wird und nutze dafür dann dementsprechend aber diese wunderbaren Skillchecks, die da so rausgekommen sind in manchen Spielen. Das finde ich cool. Ja, genau. Halt der Fokus ist hier ein bisschen umgedreht und man braucht halt keinen Spielleiter, sondern man macht es irgendwie dann halt gemeinsam und das finde ich halt auch ganz nett. Ich hätte zum Beispiel nicht Lust, wenn ich jetzt irgendein halt NSC angreife, irgendein halt Skelett oder so, dann möchte ich nicht das Skelett würfeln, sondern würde jetzt einen von euch fragen, hey, habt ihr jetzt Bock, das Skelett zu würfeln? Und wehe, du würfelst das zu gut. Ja gut, da kannst du natürlich immer die Schuld schön abschieben, ne? Das ist natürlich schön. Genau. Ja, das finde ich halt auch ganz nett. Die Arbeit bleibt nicht auch, also halt das Vorbereiten ist mega einfach, mega schnell. Und halt, man kann sich das halt ein bisschen aufteilen. Ich fand das ganz, ganz treffend, wie Matze das eben sagte, dass er sagte, dass McCulloch das halt hier umgedreht hat. Ne? Aus meiner beschränkten Erfahrung spreche ich jetzt mal wieder von den Dark Ages mit Warhammer Quest. Das war ja im Prinzip ein Brettspiel, gekreuzt mit einem Rollenspiel. Und der Rollenspielcharakter war zwischen den Missionen ziemlich stark, aber innerhalb der Mission war es einfach nur Hack and Slay. Und was ich hier mit Rangers of Shadowdeep sehe, ist ja im Prinzip, dass wir jetzt nicht ein Brettspiel gekreuzt mit einem Rollenspiel haben, sondern ein Tabletop-Spiel gekreuzt mit einem Rollenspiel, bei dem wiederum der Hack and Slay-Charakter relativ hoch ist, aber mit Geschichte gefüllt wird. Ne? Finde ich super interessant, insbesondere weil es ja auch die Möglichkeit eröffnet, einfach mal völlig andere willkürliche Figuren zu kaufen, weil du ja keine Armee aufbaust, sondern kannst du hier ein paar Spinnen kaufen, mal ein paar Fledermäuse, irgendwas, worauf du Bock hast halt. Ne? Eine Anschlussfrage, wie läuft denn das zwischen den Missionen mit dem Aufsteigen und was du da sonst so erlebst ab? Das ist auch ganz interessant. Es gibt zwischen den Missionen relativ viel zu tun. Und das kann man, wenn man möchte, rollenspiellastig machen. Man kann es aber auch ein bisschen number halt crunchig machen. Also es gibt Erfahrungshaltpunkte für Dinge, die man während des Spiels erreicht, für beispielsweise für jeden halt getöteten Gegner, für erreichte Missionsziele, für besondere Gegenstände, die man sich angeguckt hat, halt whatsoever. Das allererste, was man tut, ist eigentlich genau halt wie bei Frostgrave und ich fand es da schon mega witzig. Wenn man halt zu Boden geht, ist man natürlich nicht gleich tot, weil das wäre bei so einer speziellen halt Bande und ich weiß nicht, wie ihr das halt bei Frostgrave gemacht habt, man gibt denen ja schon immer Namen. Und das macht man ja nicht ohne Grund. Und wenn die dann down gehen, dann ärgert man sich auch und dann möchte man den ja auch nicht verlieren. Und dann würfelt man halt aus auf so, und auch das finde ich mega schön, diese elendig langen Würfel halt Tabellen, die waren ja früher total in, wurden dann irgendwie extrem verpönt, ne? Ach, Würfeltabellen, was ist denn das Altmodisches? Und die haben jetzt so eine schöne halt Renaissance. Ich weiß nicht halt, wie ihr das seht, ich finde das ganz cool. Tabellen sind super, also ganz ehrlich. Ja, finde ich auch total. Oder Christian? Sag ruhig. Ja. Es ist, ich finde Tabellen, ich weiß nicht, warum die aus oder zwischenzeitlich mal außer Mode waren. Vielleicht, weil man einfach gedacht hat, man müsste sich sklavisch daran halten. Dabei finde ich sie als Inspiration einfach sehr wichtig. Also da, finde ich, holt man echt viel raus. Aber da gibt's halt auch Rollenspiele, die das wieder aufgenommen haben. Also Dungeon Call Classics hat das ja stark drin. Was passiert, wenn ich irgendwie einen Zauber versemmel? Ne? Mach das nur einmal einen kleinen Funken oder lösche ich aus Versehen die Nachbarstadt aus oder sowas? Da ist alles möglich.
Ja. Ja, wenn du den mächtigsten Zauber da überhaupt sprichst und du fummelst halt, also machst halt irgendwie total scheiße und es geht in die Hose, dann kann das sein, dass du irgendwie einen Riss ins Universum ballerst und dann war's das. Dann ist deine Existenzebene weg. Also sowas halt, ne? Oder jetzt, wie hieß es jetzt gleich noch? Auch wieder nicht gespielt, Rollenspiel. Die Verbotenen Lande, da wird auch viel, so Gerüchte werden ausgewürfelt oder ja, gibt's jetzt irgendwie spezielle Dinge, die hier in irgendeinem, ja, ist ja so ein Hexcrawl, die jetzt in einem Gelände auftauchen oder passieren oder sowas. Also von daher Würfeltabellen, das ist mega geil. Vor allen Dingen als Inspiration. Man muss das ja nicht so sklavisch machen, wie es drinsteht, aber es ist halt eine Anregung und das finde ich sehr gut. Ich glaube, man muss bei Würfeltabellen auch unterscheiden zwischen der Mechanik als solche und deren Inhalt. Also ich bin auch ein Riesenfan von Würfeltabellen. Wenn das, was in der Tabelle dann geschrieben wird und was als Ergebnis dann bei rauskommen kann, ne, wenn das gut ist, lustig, einfallsreich, dann ist es einfach grandios. Ich erinnere Würfeltabellen von Necromunda, wenn du da eine 66 gewürfelt hast, dann hat dein Charakter trotz allem gegen das Schicksal gesiegt und trotzdem überlebt und hat irgendwie eine Attacke mehr bekommen. Ne? Ist also der Megaman geworden. Oder bei Warhammer Quest musstest du dann würfeln, was passiert, wenn du in der Stadt bist. Und dann kann es halt passieren, dass du auf einmal dazu verdonnert wirst, im Hafen Säcke zu schleppen. Und oder so ein Quatsch hast. Ne? Und das füllt natürlich dann ein Würfelergebnis mit einer kleinen Geschichte und macht einfach gute Laune. Ne? Wenn du in diese Tabelle nur Schrott reinschreibst, dann ist das nur nervig. Da hat da keiner Bock drauf halt. Ne? Also beides lebt irgendwie miteinander. Das stimmt. Das ist ganz cool, wenn aus den Würfelergebnissen, also halt was da drin steht, auch gleich eine kleine Geschichte oder irgendwas Witziges halt muss rauskommen. Ne? Weil, was man einfach als ein bisschen weiterspinnen kann. Und wenn es nur halt ein guter Witz ist. Es ist ja. Ja, und so ist es halt hier absolut. Halt auch, ne? Allein die halt die Verletzungshalt-Tabellen sind, also man kann sterben, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt äußerst gering. Fragt mir nie aus dem Kopf, wie hoch die sind, ist aber auch wurscht. Halt für Ranger weitaus halt geringer immer als halt für das Gefolge. Aber es ist halt wie bei Forsgriff auch, der kann dann ein C abfallen, du kannst ein Auge verlieren, halt einen Finger. Und es macht auch einen regelhalttechnischen Unterschied. Also wenn ich als Bogenschütze, wenn mir da der Finger fehlt, ist es nicht ganz so geil. Es, halt, es ist kein Beinbruch. Sorry. Aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Der musste raus. Kannst du immer noch vom Pferd ausschießen, ist egal. Ja, genau. Sehr schön. Ja, was natürlich auch ist, was wie bei jedem, also halt wenn man schon sowas hat, man steigt natürlich auf, alle 100 Erfahrungshaltpunkte halt kann man sich ein neues Level halt einkaufen. Das ist relativ starr, sogar starrer als halt bei Frostgrave. Man kriegt halt neue Skills, neue halt Talentpunkte und so weiter und so weiter. Wir machen das beim nächsten Mal, glaube ich, dann halt genauer einfach. Aber die Hauptcharaktere werden auf jeden Fall deutlich halt besser. Das merkt man und das macht auch Spaß, finde ich. Das gehört irgendwo auch dazu. Wenn man schon schön halt Koop spielt, dann ist es cool, halt wenn man auch levelt. Das muss dann nicht mal unbedingt halt symmetrisch sein. Ich weiß gar nicht, ob es hier zwangsläufig ist. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, finde ich. Halt zu sehen, wie alle halt besser werden. Wie war denn das? Habt ihr mal irgendwelche anderen halt Tabletops gespielt, wo die Armeen halt besser werden oder irgendwelche halt Kampagnen? Gibt's ja unzählige, wo man dann halt gegeneinander spielt. Wie sind denn da bei euch so halt die Erfahrungen? Ich reiß mal glatt das Wort an mich. Genau genommen habe ich mein ganzen Leben bisher nur Tabletops gespielt, bei dem es genau so war. Ich habe im Wesentlichen niemals ein Interesse daran gehabt, irgendwie ein sinnloses Gefecht zu schlagen. Das habe ich auch mal gemacht, wenn uns nichts Besseres einfiel. Ne? Aber der Fokus lag eigentlich immer da drauf. Angefangen bei Warhammer Fantasy Battle haben wir immer das Kampagnensystem genommen. Und die Armeen sind nicht wirklich relevant besser geworden. Aber sie haben halt Territorien gewonnen und dann leichte Verbesserungen bekommen oder Zugänge zu magischen Gegenständen. Necromunda haben wir auch logischerweise nie alleinstehende Spiele gespielt, sondern immer Gefechte, die aneinander
anschlossen, wo sich dann deine Gänge halt entwickelt haben und die die Jugendlichen abgebrühte Gänger wurden und Leute draufgegangen sind. Raumflotte Gothic haben wir auch immer das Kampagnensystem gespielt. Bei Warhammer 40.000 haben wir die Kampagne Sturm der Rache gespielt. Später haben wir die Kampagnenbücher im Band des Blutes gespielt und Gawains Quest. Groll des Drongs haben wir mal angefangen. Ja, und dann kam Stars Examen. Da wurde gar nicht mehr gespielt. Halt, ne? Da wurde das Leben aber, so ein Scheiß. Ne? Aber die Marschrichtung ist klar. Es war eigentlich immer aufbauende Spiele und immer mit Verbesserung verbunden. Halt. Immer Geschichten, die es verband. Das ist ja so das Ding von wegen, so warum ich auch ganz gerne so ein Rollenspiel spiele, ne? So dieses, ich habe einen Charakter, der kommt erst so als völliger Bauer, ja, nicht daraus jetzt missverstehen oder so, wer da Landwirt ist, der kommt da um die Ecke und wird dann plötzlich quasi, tötet er Fledermäuse und dadurch steigt er auf und kann irgendwann ein Schwert führen, so nach dem Motto, und befreit die Prinzessin. Das ist ja Standard mit in so einem Pen and Paper, ne? Aber genau das, was Hauke, was du gerade sagtest, dieses Aufsteigen innerhalb einer Kampagne, das ist total super. Du kriegst vielleicht neue Einheiten, du kriegst vielleicht neues Gold, womit du dir neue Einheiten kaufen kannst, womit du bestehende Einheiten verbessern kannst, ne? Siehe Necromunda zum Beispiel, ne? Das ist ja, glaube ich, so ein Klassiker, ne? Oder Mordheim. Du kannst deine Bande auffüllen mit irgendwelchen neuen Kämpfern oder kannst dir neue Flegel kaufen, irgendwie so ein Shit. Das ist absolut geil. Das Problem, was in dieser Geschichte, was ich immer hatte, das war einfach dann irgendwann die Zeit, ne? Das war total geil zu spielen. Aber wenn man dann nicht kontinuierlich am Ball ist, dann ist man irgendwann komplett wieder raus aus der ganzen Geschichte. Aber das Problem hast du ja beim Rollenspiel auch, ne? Du musst halt dabei sein und du musst halt immer deine Gruppe konstant da haben. Wohingegen du ja dann beim Tabletop dann sagen kannst, okay, hey, wenn wir diese Woche nicht spielen, dann spiele ich halt mit jemand anderem und es ist völlig egal. Da hast du vielleicht. Du kannst recht, ja weitermachen, ne? Naja, bloß, wenn ich mir überlege, beim Tabletop, weißt du, dann triffst du dich, dann musst du das ganze Gelände aufbauen. Du willst bis dahin vielleicht noch Figuren fertig haben und so weiter. Das habe ich ja im Pen and Paper, habe ich das ja so nicht. Dann nehme ich einfach meinen Ordner oder mein Buch, habe mein Charakterblatt da sowieso drin und lege es auf den Tisch und sage, wir können loslegen. Ja gut, aber das kommt ja drauf an. Der Spielleiter hat ja ungefähr auch einen aufwendigeren Job, so wie der Gastgeber eines Tabletop-Spiels vielleicht. Mhm. Wenn der sagt, ey Jungs, wir spielen heute bei mir, ich habe meine neue, was weiß ich, Dschungel-Tralala-Platte fertig, ja, dann hat der halt vorher auch viel Arbeit und Zeit investiert, genauso wie der Spielleiter im Rollenspiel, der sich gesagt hat, okay, ich wollte jetzt noch den und den NPC ein bisschen ausschmücken und da habe ich mir noch irgendwie so eine Nebenquest überlegt und hier habe ich noch eine Karte gezeichnet und ein Handout gebastelt und so. Es kommt ja aufs Gleiche hinaus. Ja, okay, alles klar. Gehe ich mit dir. Hast mich überzeugt. Alles gut. Stimmt, ja. Gewonnen. 1-0 ja, genau, für Christian. Spiel, Satz und Sieg. Hattest du dann damals, wenn du halt Kampagne gespielt hast, das Gefühl gehabt, dass es einen harten Einfluss auf halt das Balancing hatte? Oder war das dann trotzdem immer noch alles relativ fair und halt ausgeglichen? Das einzige Spiel, bei dem sich das irgendwann hochgesteigert hatte, war Necromunda. Wenn du ein Gang-Rating, sagen wir so, wenn du aus irgendwelchen Gründen Gänger verloren hattest und der andere im Gegenzug durch Zufall ziemlich gut zwischen den Kampagnen-Spielzügen gewürfelt hat, dann kanntest du es haben, dass das Gang-Rating auf einmal wirklich auseinanderging und dann der eine noch 1000 hatte, der andere 1500. Dann musste man eingreifen, weil das dann einfach nicht mehr fair war. Aber bei allen anderen Spielen war das eigentlich unproblematisch. Okay. Dann liegt es vielleicht auch einfach an mir. Ich habe das Gefühl, ich verliere immer bei sowas, aber es könnte auch an mir liegen. Nee, aber das ist richtig, was Hauke gerade sagte auch, ne? Also das habe ich mal erlebt bei Frostgrave. Dann hat sich so eine Gruppe zusammengetan. Man hat angefangen, Frostgrave zu spielen. Man hat seine Bande aufgebaut. Und irgendwann hat man gesagt, ah, ich kann heute Abend nicht, Jungs, ich bin, was ich, zweimal jetzt raus oder keine Ahnung was, ich kann erst die nächsten Male wieder dabei sein. So, in der Zeit haben die natürlich wieder gespielt. Ja, und dann ist das, was Hauke gerade sagte, ne? Dann gingen die Punkte plötzlich so dermaßen auseinander,
dass du dann da plötzlich gestanden hast und hast gedacht, von wegen so, wie, du hast jetzt plötzlich hier einen Ritter und was weiß ich nicht was, wie kannst du den denn leisten und wieso hast du plötzlich 4000 Gold mehr als ich und oh mein Gott, was ist denn hier passiert, ne? Und du kommst da als kleiner Kackzauberer, der Taschentricks kann und irgendwie mit Spielkarten um sich werfen kann und eine Blume aus dem Hut zaubert und die anderen können Feuerbälle schmeißen. Das fühlt sich ungeil an. Ah, okay, ja. Aber eigentlich ist es auch kein Drama, ne? Ich meine, wenn man halt unter Freunden spielt, da kann man ja auch sagen, ja, du hast jetzt einen Schatz gefunden oder so, ne? Und da ist halt was drin. Und dann ist es eigentlich auch total unproblematisch, ne? Man muss sich nur einigen und miteinander reden, wie so oft im Leben. Ja, das ist wohl richtig. Okay. Was machen wir denn noch so bei Missionen und Kampagnen so zwischendurch? Was macht man noch? Genau, halt die Gefährten, wie gesagt, die leveln auch. Was haben wir denn gehabt? Wir haben gesagt, wir würfeln Wunden aus, ne? Das haben wir gesagt, ne? Halt Verletzungen. Genau. Wir leveln. Und wir kehren zur Schatzkammer zurück. Das ist auch so etwas, was gar nicht so uninteressant ist. Es gibt so eine Standardausrüstung, die man hat. Und da man die Ranger des Landes ist, kann man auch immer zur Schatzkammer halt des Königs halt zurückkehren und sagt, wenn einem der Spielstil beispielsweise seiner Bande nicht gepasst hat, kann man auch sagen, okay, ich nehme jetzt andere Ausrüstung mit. Und damit ändert sich also eventuell auch der Spielstil ein bisschen. Minimal nur, weil hauptsächlich ist es wahrscheinlich durch den Ranger gegeben, halt welche Fähigkeiten man sich ausgesucht hat. Aber wenn man sagt, naja, Bogen fand ich jetzt nicht so witzig, nehme ich in der nächsten Mission ein Schwert mit. Das geht. Und das geht, glaube ich, auch für seine Crew an Mitstreitern. Also jetzt nicht, wenn wir spielen, wir können, ne? Also klar, ich kann mir auch andere Mitspieler suchen, aber gehen wir mal davon aus, dass mir meine Mitspieler gefallen. Aber man hat ja seine Bande dabei und auch die lässt sich austauschen. Da gibt's verschiedene halt Klassen. Alles, was man sich so aus dem Fantasy halt Setting vorstellt, ne? Ganz klassisch Bogenschützen, Barbaren, Ritter, alles, was man so kennt, Heiler, Magier, in verschiedenen Unterarten, Tierbegleiter. Und auch da, wenn man ein bisschen gespielt hat und mehrere angeheuert hat, kann man sagen, ich möchte jetzt die Gruppe mitnehmen, ich möchte die Gruppe mitnehmen, ich möchte aber mal ein bisschen was ausprobieren. Das kann man zwischen den Missionen dann auch variieren. Das ist witzig, was ich eigentlich auch ganz nett finde. Ja, das ist witzig, weil das klingt so ein bisschen für mich wie so Baldur's Gate, weißt du? Du findest unterwegs einen Charakter, den nimmst du mit in deine Party und sagst zu ihm dann, du, geh mal nach Hause und warte mal im Wirtshaus auf mich. Wenn ich dann irgendwann zurückkomme, dann tausche ich dich aus und nehme dich dann mit. Und wo du das sagst, ist eigentlich noch viel witziger, weil das bringt einen ja auf die Idee, die hatten ja alle halt, alle eine eigene halt Questreihe. Ja. Ne? Das ist genau das. Das kann man ja auch machen. Ja, oder so ein bisschen wie bei KOTOR war es ja auch so, ne, dass du dann sagen konntest, ey, diesmal nehme ich den Wookie mit und die Tussi von Tatooine oder irgendwie so, ne. Und dann konnten die sich untereinander nicht ab oder der Wookie hatte irgendwie eine Questreihe, der will irgendwelchen Leuten so helfen. Und wenn du dem dann halt nachgehst, dann verbessert der sich und ist besser auf dich zu sprechen und tut dir vielleicht mehr Gefallen oder irgendwie sowas, ne. Mhm. Das ist auch so ein bisschen, ja. Ja, das waren gute Zeiten, das waren gute Zeiten. Aber ich stelle mir das gerade vor, ne? Also der Ranger stiefelt dann wieder völlig bemoddert in die Schatzkammer des Königs und rumpelt da erstmal rum und nee, das Schwert hatte ich schon mal, nee, der Bogen ist doof, ne? Ah, hier, ah, da ist ein Dolch, den nehme ich jetzt mal mit, so, ne? Und dann verliert er das unterwegs und dann spawnt das wieder in der Rüstkammer des Königs und der geht da wieder und du kannst dasselbe Teil wieder rausholen, das ist geil. Ja, halt, ne? Halt profane Waffen ist da kein Problem. Bei magischen Waffen sieht es schon ein bisschen anders aus. Die gibt's nicht an jeder halt Tür und Angel. Gibt's aber auch. Und die haben dann so bestimmte Boni, wie zum Beispiel, keine Ahnung, +1 auf Stärke oder können die irgendwie so besondere magische Fähigkeiten machen, wie wenn du den einsetzt gegen Untote, dann, weiß ich, heiliges Licht zum Beispiel damit bei und du versenkst Untote im Umkreis von 5 Feldern oder irgendwie sowas? Warum nicht? Also in der Standardliteratur, also dem Grundregelwerk, nenne ich es jetzt einfach mal, ist nur die relativ einfachen Sachen drin, aber es gibt, jetzt gehen wir schon ein bisschen weiter, verschiedenste halt Erweiterungen und da gibt es eine halt Erweiterung beispielsweise, in der genau sowas ist, nur halt legendäre halt Waffen, die Namen tragen. Ich meine,
halt jeder kennt das Schwert halt Anduil oder was es halt alles gibt. Und genau die haben dann halt besondere halt Fähigkeiten und ne, der eigenen halt Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt hier. Man spielt halt Koop, das heißt, wenn man sagt, man findet halt, man fänd so eine Idee, was du gerade gesagt hast, cool und alle sind damit einverstanden, ja, dann macht man das einfach. Oh, man muss ja nur mit sich selbst einig sein und im Prinzip hat niemand einen Nachteil, weil man miteinander spielt. Da möchte ich so ein Schwert haben, wie sie es gerade bei Stay Forever besprochen haben, was sie bei Baldur's Gate gefunden haben. Das Schwert, was die ganze Zeit dir immer irgendwelche Sachen dann sagt, ne? So ein sprechendes Schwert. Und dann sitzt du mitten in der Taverne und dann sagt das Schwert dann so quer durch den Raum so, so hey, der Typ da drüben, der sieht scheiße aus, lass uns den kaputt schlagen, los, lauf da hin. Hätte ich Bock drauf. Ach, supergeil. Dass man das mit runternehmen kann, das ist super gut. Okay, Matthias, du hast gerade gesagt, Erweiterung. Wie sieht das denn damit aus? Da gibt es mittlerweile jede Menge. Ich meine, wir haben gesagt, es kommt aus 2018 das Spiel. Das heißt, der Autor ist ja recht umtriebig. Nebst neuen Spielen haut er auch immer einen Haufen halt Erweiterungen raus. Da gibt es eine Sache, die ich mega cool finde. Rangers ist ja mittlerweile in der zweiten Edition. Die kam relativ fix raus. Und da ist eine Erweiterung, wo man jetzt, wenn man das liest, sagt, da hätte man nie gedacht, dass es vorher nicht drin war. Die Magieregeln sind da schon drinne. Das heißt, die zweite halt Erweiterung, abgesehen von der Mission, ist regeltechnisch schon im Grundregelwerk mittlerweile drin, nämlich die Magieregeln. Das ist die erste Erweiterung, Verzeihung. Bin ich gerade meine Notiz ein bisschen schlecht durchgegangen. Die erste Erweiterung mit den Magieregeln ist drin. Und grundsätzlich gibt es zwei Arten von Erweiterungen. Einmal mit kleinen Missionen, also die kleinen halt Erweiterungen mit oft einer Mission, die aus zwei Szenarien besteht oder so, die aber auch ganz nette Ideen hat. Das sind dann über die halt Ereignis-Karten, wo dann irgendwelche Plot-Twists drin sind. Man denkt, es ist klein, aber fein. Ist halt für so einen halt netten Sonntag halt so eine halt Erweiterung. Da spielt man dann irgendwie halt vormittags das eine Szenario, dann nachmittags das andere. Und das ist eigentlich ganz nett, finde ich. Oder es gibt die größeren halt Kampagnen halt Erweiterungen. Die haben dann größere Missionen. Da sitzt man dann ein bisschen länger dran. Die bringen dann den Main-Plot voran. Also das ist, wie gesagt, halt der Shadow Deep, dass es da halt Geheimnisse halt gibt. Niemand weiß, wo er herkommt. Vielleicht dunkle Magier, die ihn heraufbeschworen haben im Band mit Dämonen. Vielleicht ist es auch eine halt Gottheit. Ich meine, man kann jetzt wild spekulieren. Es könnte auch halt ein Pilzstamm sein, der einfach nur wild wuchert. Wer weiß das schon? Hauke, ist was für dich? Also, wegen Pilzen? Oder? Ja, sicher. Mit deinen Orksen und so weiter. Ist auch eine gute Idee. Es wachsen Pilze am Straßenrand und du berührst einen Pilz und plötzlich verwandelt er sich in ein quakendes Ork-Baby. Das ist mega cool, ne? Das habe ich noch gar nicht lange gewusst, dass es diesen Fluff-Idee gibt. Boah, Hauke, wie lange gibt es die Idee, dass Hauke aus Pilzen wachsen? Das Hauke aus Pilzen? Hauke ist ja ein Ork. Nein, ich wollte fragen, von wegen Hauke. Also ich glaube, Hauke wächst, wenn er Pilz trinkt. Ja, das auch. Aber das auch. In eine andere Dimension. Also ich wachse aus Pilzen. So wie Pilz wir alle. Halt. Oh Mann, die Frage war doch von wegen so, Hauke, es ist doch schon lange bekannt, dass Orks aus Pilzen wachsen. Also das Ganze scheint ja irgendwie aufgrund der einen Folge von 1000 für den Imperator zum Tagesgespräch überall geworden zu sein. Also ich persönlich kannte das aus den Regelwerken von Rogue Trader. Dass das noch älter ist, aus den 80er Jahren, das war mir nicht bekannt. Ach echt, so noch älter als aus Rogue Trader? Ja. Das wusste ich auch noch nicht. Ich muss gestehen, ich habe das halt genau vor dieser Folge, die du gerade referierst, auch noch nicht gehört. Und ich habe das so gefeiert, dachte ja, das ist ja super geil. Ja, und vermehren sich mit Sporen weiter. Das ist schon ziemlich geil, ja, das stimmt. Jetzt sagen wir mal aber eben noch zu den Erweiterungen. Die gibt es bis jetzt nur auf Englisch, das ist richtig, ne?
Nahezu. Es gibt, glaube ich, die ersten zwei Erweiterungen gibt es, glaube ich, schon auf Deutsch. Also man findet die auf jeden Fall, das könnte man schnell recherchieren, halt bei Drive-Thru findet man es relativ schnell. Und die ersten zwei Erweiterungen gibt es da, glaube ich, mittlerweile auf Deutsch auch schon, aber auch schon relativ lange. Und was ich mal ein bisschen schade finde, man weiß halt immer nicht, ob der Rest auch noch auf Deutsch erscheint. Und das ist wirklich sehr schade, weil es schöne Geschichten erzählt. Ich meine, es ist jetzt gerade erst die neueste Erweiterung. Ich glaube, es war Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. Ich weiß gar nicht, halt Dungeons Dark ist gerade erst erschienen auf jeden Fall. Wie gesagt, leider auf Englisch. Und das ist eine Reihe von Büchern, die den Mainplot weitererzählen. Mhm. Und ich find's schön, dass halt der Autor sich immer noch die Mühe macht und das weitererzählt. Und das erscheint halt auch noch. Vielleicht ist es nach den vier Bändern abgeschlossen. Das zumindest ist halt der Metaplot. Das mag sein, das weiß ich nicht. Wer weiß es schon, ne? Ich habe keine Glaskugel, auch wenn es cool wäre. Aber es passiert auf jeden Fall noch was. Aber was die deutschen Übersetzungen angeht, weiß man nicht. Es ist halt immer ein Haufen Arbeit. Wenn jemand Lust in seiner Freizeit hat, ne, halt fühlt euch frei. Ich meine, es gibt mittlerweile genügend, also halt dankenswerterweise, man hat es ja bei ein, zwei Sachen mittlerweile gehört, dass Leute es in ihrer Freizeit machen. Es ist dankenswert, dass sich jemand diese Arbeit macht. Das ist wahnsinnig viel Arbeit und auch nicht einfach. Mhm. Sowas zu übersetzen ist halt schon immer ein Brett. Also das ist, was man auf jeden Fall mal herausheben muss, das ist der Verlag, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, ich glaube Verlag, es ist 23rd Chamber aus Österreich, müssten die, glaube ich, kommen, die Jungs und Mädels. Die haben jetzt ja Shadow Deep quasi übersetzt und ich habe jetzt gerade mal geguckt, die haben eine Erweiterung auf Deutsch rausgebracht, das ist dann Ranger des Shadow Deep Blutmond. Hat ein bisschen was mit Lykanthropie zu tun und klingt ganz geil. Kostet bei Drive-Thru $3.98. Ja, genau. Das ist das ist ein Drittel einer Halkino-Karte und beschäftigt mich sechsmal so lang. Oder, dreimal so lang. Also, ne, ein guter Halkino-Film heute um die 10 Euro mit 2 Stunden. Wie gesagt, damit ist man den ganzen Sonntag wahrscheinlich beschäftigt mit mehreren Leuten. Ne? Man muss es noch die Anzahl der Spieler teilen und hat ein schönes Wochenende. Halt mit seinen halt Kumpels. Was will man mehr? Mhm. Da kann es nicht schmeckern. Also die wollen es auch als Softcover rausbringen. Ich glaube, es gibt es das bereits als Softcover auch so zu kaufen bei 23rd Chamber. Und die sind gerade dabei, was heißt gerade dabei? Der Post, den ich jetzt hier reingucke, ist auch schon vom September 2019. Ranger the Shadow Deep, Tempel des Wahnsinns wäre in Arbeit. Wie weit das natürlich jetzt ist, kann ich leider natürlich jetzt gerade nicht sagen. Leider ist auch, sag ich jetzt mal, die Seite, wir haben jetzt mittlerweile 2022, ja, schade eigentlich. Hätte vielleicht... Halt Corona hat alle hart getroffen, ne? Also ich glaube, ich werde optimistisch. Ist übrigens interessant, halt Tempel des Wahnsinns ist die erste von 4 dieser halt Metaplot-Erweiterungen. Mhm. Ne? Und wenn sie das anfangen, ist vielleicht die Chance hoch, ne? Wer weiß. Ja, müssten wir mal fragen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also ich will da wohl mal eine Anfrage hinschicken an die und mal fragen, wie sieht das denn aus momentan? Ich bin jetzt nicht allzu tief im Verlagsbusiness drin, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Ersterscheinungsjahr des Regelwerkes als solches in der originalen Sprache 2018 war und mittlerweile selbst schon die Plot-Erweiterung ins Deutsche übersetzt werden innerhalb von 3,5 Jahren, das ist doch mehr als zügig. Also das lässt doch viel vermuten eigentlich. Du hast gesagt, ein österreichischer Verlag ist das? Mhm. Nee, aber ich meine nur, vielleicht ist der Aufwand, das dann halt ins Deutsche zu bringen, nicht so hoch. Na, die können es wahrscheinlich selber machen und müssen nicht auch jemanden dafür bezahlen, der es tut. Könnte ich mir vorstellen, kann jetzt aber auch total falsch liegen. Mhm. Ich denke, das wird auch was ganz Kleines sein. Das werden vielleicht, ich weiß es wirklich nicht, aber ich tippe mal auf so 5 Leute oder so, deren Herz daran hängt, die gesagt haben, ja komm, wir machen das jetzt. Wer bringt denn beispielsweise, halt Christian, du hast es vorhin gesagt, Dungeon Crawl halt Classics. Wie heißt denn da der Verlag nochmal? Hilf mir mal bitte kurz.
System Matters oder nicht? Ja. Na, ja, das ist der deutsche Verlag. Ach so, okay. Ja, ja, genau, halt die meine ich, aber die Übersetzung machen. Das hat ja auch als ein Hobbyprojekt gestartet, mehr oder minder, ne? Die das so nebenher gemacht haben. Und vielleicht ist das sogar was Ähnliches. Ja, die haben halt relativ, die hatten das relativ lange vor zu übersetzen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass es auf Englisch kam. Und ich glaube, dann haben die es erst 2 Jahre später oder so tatsächlich übersetzt. Ne? Es hieß dann immer mal, ja, wir finden das alles ganz toll. Und die haben ja früher, als sie noch keinen Verlag hatten, in ihrem Podcast halt darüber gesprochen, über das Spiel. Und von daher waren auch immer viele Leute da, die sie dann daraufhin gefragt haben, ja, übersetzt ihr das denn noch und so. Und die haben ja viele kleinere Projekte gemacht, damit sie überhaupt mal ein Portfolio halt haben an Dingen halt, ne? Und was sie dann halt auch, ja, wie hießen die? Ja, keine Ahnung, wie heißen die nochmal von DCC? Goodman Games, genau. Ah. Die wollten halt Goodman Games auch was zeigen können, so, guck mal hier, das haben wir schon gemacht, ne? Dürfen wir DCC dann halt übersetzen, ne? Und dann hast du natürlich da irgendwie, was weiß ich, 2 Leute im Verlag und noch 2, die dazu arbeiten. Und die sollen auf einmal irgendwie so ein 600-Seiten-Brecher da. Also das Buch, das ist eine Waffe. Ne? Ja. Das ist richtig, ein richtig fettes Teil. Also ich habe kein dickeres Rollenspielbuch gesehen. Und dazu die Würfel, da kannst du, keine Ahnung, die kannst du auch in so ein MG42 laden oder irgendwie sowas. Die würden auch abgefeuert werden, so komisch sehen die aus. So. Oh, ja, das ist so dick, würde ich sagen. Bitte? Also habt ihr die Würfel noch halt bekommen, so wirklich als physisches Exemplar? Ja, ja. Ich habe bei dieser Bestellung mitgemacht, wo die, also ich habe da die ganze Zeit auf, also ich habe da, ne, seitdem die angefangen haben, darüber zu reden, diese 2 Jahre da auf der Lauer gelegen, wann kommt das, ne? Und es war nie sicher. Und dann haben sie irgendwann angekündigt und die machen ja immer so Vorbestellerkampagnen und dann, ja, ich habe mir jetzt nur das Grundregelwerk geholt und die Würfel dazu, ne? Aber die Würfel waren noch, glaube ich, nicht billig. Ich glaube, 25 € hat das Set gekostet. Ja, bestimmt. Hast du gesagt, ja. Aber, ja. Ich hatte noch eine Frage. Und zwar, wir hatten ja anfangs mal gesagt hier, Matze, du möchtest das über Talespire machen. Gibt es da auch eine Community, die das map-technisch befeuert? Oder machst du das denn alles selber? Oder? Ist eine gute Frage. Also es gibt die erste Mission, gibt es halt bei Talespire. Ich glaube, wir reden das nächste Mal am besten noch ein bisschen ausführlicher über halt Talespire, was das ist und was es kann und warum es gerade halt für Skirmisher und für, also speziell für Skirmisher halt Tabletops auch ganz cool ist. Und die ersten beiden Missionen habe ich fertig gefunden, muss ich gestehen. Ich muss mal raussuchen, wer die halt gemacht hat. Müssen wir das nächste Mal, glaube ich, halt auch erwähnen. Ne? Auf jeden Fall halt Credit, wem halt Credit gebührt. Mhm. Und mehr habe ich noch nicht gefunden. Muss man mal gucken, vielleicht wird es auch mehr. Es ist ja auch noch ein relativ neues Programm. Naja, relativ. Es ist auch noch eine Alpha. Ich sag, wir gucken uns das nächste Mal ein bisschen an. Die sind allerdings schon auf jeden Fall halt fertig. Ja. Mhm. Cool. Das macht es, das hat es für mich auch so relativ einfach gemacht, weshalb ich gesagt habe, oh, das wäre ja mal cool, weil Zeit ist ein gutes, also ich habe früher selbst viele Maps erstellt, also damals gab es noch kein Talespire, aber ich weiß noch, wenn man so in 2D-Maps mit was weiß ich nicht, was man nehmen kann, World 20 oder man kann Maps mit so viel machen, halt für Rollenspiele oder für was in die Richtung. Und es kostet halt auch mal sehr viel Zeit. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass ich das hier gefunden habe und dachte, das macht's ja perfekt. Also ich bin schwer gehuckt. Echt mega krass. Also ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Talespire war ja, glaube ich, auch schon mal ein Thema, als Manuel noch aktiv mitgesprochen hat. Ich glaube, der hatte das mal, glaube ich, ins Spiel gebracht und habe dann da auch, glaube ich, mal so ein bisschen reingeguckt, aber nie die Zeit dafür gefunden, mich da richtig mit zu beschäftigen. Deswegen bin ich jetzt froh und dankbar, dass Matze das macht und nach dem, was du uns heute erzählt hast, ey, boah, ich muss, das ist super geil, das wird bestimmt richtig, richtig cool. Das wird richtig cool. Ich habe so Bock, ich habe so viele Ideen im Kopf,
Bei mir rumort es die ganze Zeit und ich weiß nicht von wegen so, oh, mache ich eher einen Magier oder mache ich eher einen Bogenschützen? Mache ich eher einen Schwertkämpfer oder mache ich eher, keine Ahnung wen, so ein Sneaky Peek oder irgendwie, oh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, mega geil. Weiß nicht, Hauke, wie geht's dir damit? Ich bin total super motiviert. Ich muss ganz ehrlich sagen, Matze, das war eine Gotteseingebung von dir, dass du diese Idee hattest und uns gefragt hast, ob wir das mit dir zusammen machen. Also echt wirklich herzlichen Dank. Das hat super Spaß gemacht. Ich freue mich total auf die nächste Folge. Ja, halt vielen, vielen Dank. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich mit euch halt quatschen durfte und dass ihr da, also halt, dass es euch Spaß macht. Ne? Das ist ja das Geilste überhaupt, dass es allen Spaß macht. Das macht mir dann, also, ne, das motiviert mich natürlich gleich auch auf jeden Fall. Und ich würde sagen, halt, das rocken wir auf jeden Fall noch. Und wenn ihr da draußen wissen wollt, wie wir unsere Finger verlieren und das Ganze mit Hals- und Beinbruch weiterhin überleben, dann würde ich sagen, hört euch doch die nächste Folge an, wo wir über die Regeln von Rangers des Shadowdeep reden, wie wir uns Charaktere erstellen und wie man das Spiel spielt. All das in unserer nächsten Folge zu Ranger des Shadowdeep. Wieder mit Matthias. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle, dass du hier heute dabei gewesen bist und uns das Ganze quasi erklärt hast. Und natürlich auch an Hauke und an Christian. Wenn ihr Fragen dazu habt, zu diesem Thema, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@dysonauts.com. Schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr von Ranger der Shadowdeep? Habt ihr schon gespielt? Wie sind eure Erfahrungen damit bei? Seid ihr die eher Solo-Player oder ist das für euch eher so das Spiel, womit ihr abends dann eure Tabletop-Freunde einfach mal überrascht und sagt von wegen, ich habe da mal was ganz, ganz anderes und jetzt geht's mal ab in diese Richtung Tabletop-Rollenspiel? Das würde uns wirklich interessieren. Deswegen haut in die Tasten, schickt uns Kommentare, schickt uns Sprachnachrichten. All das und noch viel mehr findet ihr natürlich auf unserer Internetseite dysonauts.com. Und ich würde sagen, Jungs, vielen Dank für diese tolle Folge. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und macht euch schon mal Gedanken, wie euer Ranger aussehen soll. Bis dahin sage ich Dankeschön und tschüss. Hasta la vista. Tschüssi. Bis dann. Ciao.